Heute gibt es mal wieder ein etwas anderes Video. Und zwar haben die Annika von Annis Bücherlounge und ich uns gedacht, wir machen mal noch einen kleinen Xmas Book Tag und haben den uns auch selber ausgedacht. Ich werde vorab gleich sagen, ich werde an dieser Stelle niemanden mehr taggen, weil heute ist der dritte Advent und wer jetzt noch Zeit und Lust hat, diesen Tag vielleicht noch vor Weihnachten oder um die Weihnachtszeit rum zu machen, der kann sich hiermit gerne herzlichst getaggt fühlen, aber ich werde jetzt keine bestimmten Leute mehr taggen, weil ich glaube, das ist einfach zu kurzfristig jetzt für Weihnachten. Und ja, also wer Bock hat, den Tag mitzumachen, ich schreibe euch alle Fragen unten in die Infobox und ja, wer will, der darf und kann und gerne. Und ja, ansonsten fange ich jetzt erstmal an mit dem Tag. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Die Annika und ich, wir haben uns gedacht, wir machen nicht einfach nur einen Tag, wo wir euch Bücher zeigen, sondern wo wir euch auch noch zwei, drei Buchszenen benennen, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Und ja, ich höre jetzt auf, mal hier rumzusülzen. Ich fange jetzt einfach mal an. Erstens, Weihnachtszeit. Nenne eine Buchszene, die dein Herz berührt. Ich habe hier sehr, sehr lange überlegt, was das für eine Szene ist, denn es gibt einige Bücher, die mein Herz berührt haben, die mich emotional auf eine Reise mitgenommen haben. Und ich habe wirklich eine ganze Weile überlegt, habe mich dann aber entschieden für Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Denn hier gibt es am Ende eine Szene, wo die Protagonistin Hazel eine Rede hält. Und sie hält diese Rede in einem ganz bestimmten Rahmen und für eine ganz bestimmte Person, und ich hab so geheult, wo ich das gelesen habe, weil es einfach so wunderschön ist, und das ist, glaube ich, auch die schönste Liebeserklärung, mit die man so lesen kann. Und ja, also ich finde diese Szene einfach nur Wahnsinn und ich finde es wunderschön. Und ich muss auch sagen, wo ich den Film gesehen habe, hat mich diese Szene da genauso berührt wie im Buch. Und das spricht eigentlich auch nur für den Film. Also ich finde auch, der Film zu Das Schicksal ist ein mieser Verräter ist eine sehr, sehr gute Buchadaption. Das haben die wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Kann ich euch da auch wirklich nur empfehlen. Aber wie gesagt, diese Szene am Ende, wo Hazel diese bewegende Rede hält, diese Liebeserklärung abgibt, finde ich einfach nur wunderschön. Und das hat mein Herz definitiv ganz, ganz doll berührt. Und das ist auch eine Szene, die ich, was das betrifft, definitiv immer in Erinnerung behalten werde. Und ja, deswegen habe ich mich hier für Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green entschieden. Zweitens, Weihnachtsgebäck. Welches Buch könntest du jedes Jahr wieder genießen? Ich habe mich dafür ein Buch entschieden, was ich dieses Jahr erst gelesen habe. Ich weiß aber definitiv, dass es eins meiner Jahresfavoriten wird. Und ich weiß definitiv, dass ich dieses Buch, keine Ahnung, bestimmt noch 3, 4, 5 Mal in meinem Leben lesen werde. Ich habe mich hier für Ruckkiss 2 entschieden von Nalini Singh. Ich berausche mich an dir. Ich fand ja den ersten Teil gar nicht gut, dafür hat mir der zweite umso besser gefallen. Ich weiß definitiv, dass dieses Buch auch eins meiner Jahresfavoriten sein wird, und ich weiß, dass ich diese Geschichte in meinem Leben garantiert noch 3, 4 Mal lesen werde. Sie ist einfach unglaublich gut. Ich liebe die Charaktere, ich liebe den Plot, ich liebe das Setting, ich liebe die Art und Weise, wie Nalini Singh Geschichten schreibt, und dieses Buch war einfach nur unglaublich gut und hat mich unglaublich berührt und hat mich komplett emotional auch abgeholt an der Stelle. Und ich weiß, dass ich dieses Buch definitiv in meinem Leben noch 2, 3, 4, 5 Mal lesen werde, und deswegen habe ich mich hier für Ruckkiss entschieden. Drittens, Weihnachtsmarkt. Nenne eine Buchszene, die dich innerlich erzittern lässt. Ich habe hier sehr, sehr lange überlegt, was ich da nehmen könnte. Habe mich dann für ein Buch entschieden, was ich auch dieses Jahr erst gelesen habe, und zwar Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout. Zur Erklärung ganz kurz, Sam findet sich auf einmal eines Tages mitten im Nirgendwo wieder auf einer verlassenen Landstraße, hat keine Ahnung, wer sie ist, hat keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen ist und hat keine Ahnung, was überhaupt passiert ist, und erfährt dann später von ihren Eltern, die sie auch nicht wiedererkennt, dass sie 3 Tage lang verschwunden war und niemand weiß, wo sie gewesen ist und was mit ihr passiert ist. Und sie versucht dann im Laufe der Geschichte ihre Erinnerungen zurückzubekommen und tut dann an bestimmten Stellen im Buch immer bestimmte Dinge sehen. Und es gibt hier eine Szene, wo sie im Auto sitzt und wo sie dann in den Rückspiegel schaut und da etwas sieht. Und diese Szene hat mich echt, ich hab mich so gegruselt innerlich. Ich hab einfach nur, das war ganz, ganz, ganz gruselig. Diese Szene war absolut nicht schlimm, aber diese Stimmung in diesem Buch und das Ganze drum und dran und wie das alles geschrieben ist, das hat einfach nur für mich hundertprozentig gepasst, und deswegen fand ich diese Szene einfach nur wahnsinnig gut. Und ja, sie hat mich da definitiv innerlich erzittern lassen, und ich hatte da echt so einen richtigen Gruselfaktor in dem Moment. Und ja, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und ja, deswegen habe ich mich hier mit Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout entschieden. Ein ganz, ganz toller Jugendthriller. Sollte man gelesen haben, finde ich richtig gut. I like it. I love it. Jennifer Armentrout sowieso. Meine Queen. Oh.
Viertens, Weihnachtsbaum. Was wünscht ihr denn unter den Weihnachtsbaum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wünsche mir natürlich unter den Weihnachtsbaum Bücher. Was sonst? Ansonsten wünsche ich mir eigentlich nichts weiter. Also ich bin ein Mensch, ich gebe mich mit Kleinigkeiten gern zufrieden. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche tollen großen Weihnachtsgeschenke. Und ja, es gibt jetzt nichts Bestimmtes, wo ich sage, das wünsche ich mir unter den Weihnachtsbaum. Ich habe eine Wunschliste auf Amazon, wo ein paar Bücher draufstehen. Was das jetzt für Bücher sind, alles Mögliche aus allen möglichen Genres. Aber wie gesagt, es gibt jetzt bei mir nichts Bestimmtes, was ich mir da jetzt unter den Weihnachtsbaum wünsche. Ich hoffe einfach nur, dass ich ein paar ruhige Feiertage haben werde, ohne Stress, ohne Streit, ohne Gezicke und Gezedere, weil irgendwas nicht stimmt in der Familie. Und ja, ich wünsche mir einfach nur ruhige, entspannte Feiertage. Mehr nicht. Fünftens, Weihnachtsfest. Nenne eine Buchszene, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird. Auch hier war es sehr, sehr schwierig, eine bestimmte Szene zu benennen, da es auch wieder hier unglaublich viele Szenen gibt, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Da ich aber gedacht habe, ich will euch nicht immer die gleichen Bücher zeigen, weil ich hätte euch an dieser Stelle hier Jonah zeigen können, ich hätte euch Obsidian zeigen können, ich hätte euch hier irgendwas von Samantha Young zeigen können. Also das sind aber Bücher, die ich generell immer in die Kamera halte. Deswegen habe ich mich hier mal entschieden für Göttlich von Josephine Angelini. Und zwar ist das hier die Szene, das ist der erste Teil dieser Trilogie im Übrigen. Und das ist hier die Szene, wo Helen und Lukas das allererste Mal aufeinandertreffen. Und wer dieses Buch gelesen hat, weiß, was ich meine. Denn in diesem Buch ist es so, dass Helen und Lukas zu Beginn der Geschichte keine Liebe auf den ersten Blick verspüren, sondern unglaublichen Hass. Und wieso, weshalb, warum, das verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Das müsstet ihr selber mal lesen. Aber ich finde diese Szene einfach so unglaublich gut. Und die hat mich damals beim Lesen einfach so unglaublich überrascht, weil man rechnet dann mit sie, groß, schlank, blond, gut aussehend und eher der Traumtyp schlechthin. Und dann begegnen sie sich und man rechnet einfach damit, ja, das wird so ein Liebe auf den ersten Blick Ding. Und dann so, nein, die hassen sich wie die Pest und wollen sich umbringen. Und keiner weiß warum. Und ja, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und diese Szene wird mir definitiv immer im Gedächtnis bleiben, weil es einfach nicht so eine typische Jugendbuchszene ist. So von wegen, sie sahen sich, sie liebten sich und sind glücklich bis ans Ende aller Tage. Und ja, deswegen wird mir diese Szene definitiv immer im Gedächtnis bleiben. Und ich finde ja sowieso die Göttlich-Reihe, gerade den ersten Teil, unglaublich gut. Josephine Angelini hat ja eine wahnsinnig gute Geschichte geschrieben. Und ich werde sie auf jeden Fall definitiv irgendwann nochmal lesen. Also ich kann euch Göttlich als Jugendbuch da nur empfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Sechstens, Weihnachtsstern. Welches Buch oder welche Buchreihe sollte man unbedingt lesen? Und auch hier hätte ich euch, 20 verschiedene Buchreihen zeigen können. Aber ich habe mich hier für eine Reihe entschieden, die definitiv mit zu meinen Jahreshighlights gehören wird. Und zwar die Dark Elements-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Ich habe den dritten Band im August gelesen, den zweiten im Februar und den ersten letztes Jahr. Und ich finde diese Reihe so unglaublich gut. Ich liebe die Charaktere, ich feiere die Charaktere, ich liebe die Nebencharaktere, ich feiere die Story, der Schreibstil ist Wahnsinn. Die ganze Geschichte ist einfach nur mega und sie ist sowas von meinen Dingen. Und ich liebe sie und gerade der dritte Teil hat am Anfang eine Szene, ich konnte nicht mehr, ich habe so gelacht und es war, also diese ganze Geschichte ist für mich einfach genial. Sie ist rundum perfekt und ich liebe diese Reihe einfach unheimlich gern. Und jeder, der eine sehr, sehr gute Mädchen-Jugendbuchreihe sucht mit viel Romantik und Liebe und mit Dämonen und Gefahren und allem, was dazu gehört, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall mal mit angucken. Also ich kann euch wirklich die Dark Elements-Reihe von Jennifer L. Armentrout nur empfehlen. Ich feiere diese Reihe immer noch total. Ich liebe sie. Ich liebe die Charaktere. Und ja, lest diese Reihe. Sie ist so unglaublich gut. Und ja, I love it, I like it. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Siebtens, Weihnachtsmann. Mit welchem Buchcharakter würdest du gern mal Weihnachten feiern? Auch hier habe ich echt lang überlegt, habe dann aber nochmal an meinen Fictional Boyfriend Tag zurückgedacht, den ich im Februar, glaube ich, gemacht habe und habe mich hier für meinen ultimativen Fictional Boyfriend entschieden und zwar Roth von Dark Elements. Ich weiß nicht, Roth ist einfach, Roth, auch wenn dieser Name einfach immer noch furchtbar ist, aber oh Gott, dieser Typ, holy cannoli. Er ist einfach so toll. Ich liebe ihn, er ist so gut. Und ja, also mit Roth würde ich auf jeden Fall gerne mal Weihnachten feiern. So gern. Oh ja.
Auf jeden Fall würde ich mit ihm sehr, sehr gerne Weihnachten feiern, weil ich glaube, das wird auch sehr, sehr witzig und sehr, sehr lustig, weil Rob vom Charakter her auch wirklich ein Mensch ist, mit dem man viel, viel Blödsinn machen kann und der auch immer hinter einem steht, wenn man was machen möchte und da auch auf einen aufpasst. Und von daher denke ich, wäre er da sehr gut, um mit ihm Weihnachten zu feiern und ein bisschen Blödsinn zu machen. Damit wären wir dann auch schon bei der letzten Frage, und zwar achtens, Weihnachtsgeschenke. Welches Buch ist dein All-Time-Favorite und würdest du immer wieder verschenken? Hier hatten wir ja letzte Woche ein Video dazu online gestellt mit 5 All-Time-Favorite-Buchgeschenke und ich habe mir gedacht, damit ich euch nicht wieder eins von diesen 5 Büchern zeige, nehme ich mal ein anderes, und zwar habe ich mich hier entschieden für Der Winter erwacht. So, Wenn der Sommer stirbt. Ich finde diese Reihe einfach genial. Also eigentlich ist es ein Einzelband, aber der deutsche Verlag hat es halt auf 2 Bücher aufgesplittet. Aber diese Reihe, oh mein Gott, diese 2 Bücher, sie sind so unglaublich gut. Oh mein Gott. Also die haben mich emotional komplett mitgenommen. Ich war komplett in der Geschichte drin. Ich war komplett bei unserer Protagonistin hier. Und ich habe mit ihr mitgelitten. Ich habe mich mit ihr gefreut. Die Geschichte war einfach nur so unheimlich gut. Man muss dazu sagen, es ist keine Jugendfantasy, es ist Erwachsenenfantasy, es kommt Erotik mit drin vor. Und die Charaktere sind toll, das Setting ist unheimlich gut. Ich finde die Welt, die C.L. Wilson hier geschaffen hat, wirklich unheimlich gut. Und ich bin ja schon ein Mädel, was immer mal High Fantasy liest, aber ich bin jetzt nicht so erpicht unbedingt auf High Fantasy, dass ich sage, ja, oh mein Gott, High Fantasy, es gibt nichts Besseres. Nein, da bin ich eher ein Urban Fantasy Mädchen, aber bei diesen beiden Büchern hier kann ich echt nur sagen, Leute, lest diese Bücher, auch wenn ihr sonst nicht so High Fantasy mäßig unterwegs seid. Es hat nichts mit Herr der Ringe und Hobbits oder sowas zu tun, sondern es ist einfach eine grandiose Liebesgeschichte. Also es ist Mädchen High Fantasy, das muss ich definitiv dazu sagen. Und es ist eine grandiose Liebesgeschichte. Und ich finde diese Reihe so unheimlich gut. Und wenn ich wüsste, dass jemand sowas lesen wollen würde in meinem Umfeld, würde ich ihm das definitiv schenken. Also diese Buchreihe ist echt der Hammer. Ich liebe sie, ich liebe Win, ich liebe Chamsin. Die Welt ist toll, der Plot ist toll, es ist alles toll und kann diese Reihe wirklich da nur empfehlen. Das war mein Xmas Book Tag und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, diesen Tag zu machen, dann seid ihr hiermit recht herzlich alle getaggt. Nehmt an diesem Tag teil, macht ihn mit, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wie sieht es bei euch aus mit Weihnachten? Gibt es Bücher, die ihr euch zu Weihnachten wünscht oder gibt's bestimmte Dinge, wo ihr sagt, oh, das war eine gute Buchszene, an die würde ich mich auch definitiv immer erinnern. Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch einen schönen dritten Advent und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss!